Harry Potter und die Phönixbande. 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 Jürgen Kalecki, Thomas Mayer. Ron, das ist pietätlos. Was? Ich liebe die Todesanzeigen. Ja, sag mal, hast du schlechten Shit geraucht oder was? Die können genauso viel Spanisch wie mein Rottweiler Tommy. Und der kann gerade mal 3 Wörter Spanisch. Aber Professor, ich bin eine echte Spanischlehrerin. Ich bin totaler España. Außerdem liebe ich Katzen und sie sind doch eine Katze, oder nicht? Ich bin ein Animagus, dann ist was ganz was anderes wie eine Katze und hat außerdem gar nichts damit zu tun. Sie müssen mir glauben, wirklich. Ich schwamm durch die Straße von Gibraltar, als Sie noch im irischen Sack von Papa McGonagall geschwommen sind. Mit einer Hand auf dem Rücken und auf den Lippen nichts als die spanische Nationalhymne. Oh, wenn das stimmt, war das echt krass. Ich werde Ihnen nun zum ersten Mal die ganze Geschichte erzählen. Es war vor sehr vielen Jahren. Ich lebte damals in der kleinen Stadt Puta, in der jeder Mann, jede Frau und jeder Hund scheiße war. Es geschah an einem ganz normalen Tag, so scheiße wie jeder andere. Ich spürte schon den ganzen Tag, dass etwas in der Luft war, denn ich hatte so ein merkwürdiges Zwicken im Steißbein. Es gab 3 Bewohner in Puta, die jeder fürchtete. Man nannte sie die vermummten Wichser. Sie waren immer zu dritt und kamen nur bei Nacht. Und als ich gerade in der Pinkelgasse spazieren ging, hörte ich sie. Hey, was geht ab, Süße? Ja, wo kommt ein kleines Tätzchen? Ich will dir nah sein. Christmas! Ja! Plötzlich wurde ich gerettet. Mann, was soll die Scheiße? Schnell weg hier! Ich suchte nach meinem Retter. Es war der fette Andreas. Er hatte seinen fetten Körper gegen die vermummten Wichser geschmissen und mit seinem Leben dafür bezahlt. Es war das erste Mal in der Stadt Puta, dass jemand etwas für den anderen getan hatte. Und seit diesem Tag herrschte Frieden in Puta. Ja, und wann kam das mit Gibraltar? Das kam danach. Ich kam damals sogar in die Zeitung und stand auf dem Titelblatt. Der holländische Zaubereiminister Fatsch hat mich damals ins Ministerium geholt. Diese Frau ist eine ausgezeichnete Schwimmerin, die müssen wir auf jeden Fall bei uns im Ministerium begrüßen können. Madame Poiret heißt die Dame, bitte schicken Sie eine Mail mit der Kartoffelpost. Nach ihrer Geschichte war Madame Poiret die beliebteste Lehrerin in ganz Hogwarts. Sauber, Yannick, weiter so! Sie sind eine fantastische Lehrerin! Scharfes Gestell, McConner! Geiler Tune, Flitty! Und Sie sind die beste Lehrerin! Sie machen wirklich alles richtig! Danke. Madame Poiret, coolste Lehrerin Englands. Sexiest teacher alive, Madame Poiret. Bestgekleidete Lehrerin aller Zeiten. Warten Sie, warten Sie. Machen Sie genauso weiter wie jetzt und Sie werden irgendwann Königin von England sein. Vielen Dank. Alles läuft nach meinem Plan, haha. Harry Potter und die Phönixbande. Harry Potter und die Phönixbande. Harry Potter und die Phönixbande. Harry Potter und die Phönixbande.